In dem heutigen Video soll es um so einen Vergleich gehen zwischen dem Bissflügel und dem Panoramaschichtröntgen. Und zwar zum einen, welches vielleicht besser für Kariesdiagnostik ist oder ob das eine von beiden vielleicht überhaupt für Kariesdiagnostik geeignet ist und was so die Vor- und Nachteile davon sind. Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jöran Felkner und wir sind heute wieder in unserer Praxis in Leipzig, in der wir uns den Zahnarzt eurer Zähne auf die Fahne geschrieben haben. Aber bevor ich zum eigentlichen Video komme, hätte ich noch eine kurze Bitte an euch. Wenn euch unsere Videos gefallen und ihr Lust habt, dass ihr nichts mehr verpasst und immer up to date bleibt, dann abonniert doch gerne unseren Kanal und wir würden uns sehr darüber freuen. Für die Aufmerksamen unter euch, die vielleicht das vorherige Video schon gesehen haben, wo wir über Bissfliegeröntgen einen Patientenfall besprochen haben, dann werdet ihr möglicherweise die Röntgenbilder kennen, die hier unten angezeigt sind. Und zwar als kleine Einleitung zu dem Fall ist vielleicht ganz wichtig, wir haben, die Patientin kam zu mir und wir haben eine Panoramaschichtaufnahme gemacht, weil eben auch die Fragestellung war, ob die, also wie und wo die Weisheitszähne liegen, ob die, ne, für eine gegebenenfalls nachfolgende Entfernung der Weisheitszähne. Naja, dann haben wir uns das große Bild angeguckt und haben eigentlich gedacht, gut, das ist alles soweit in Ordnung, kommen sie dann später wieder, alles schick. Und dann haben wir ein halbes Jahr später, meine ich, drei Monate später, nochmal die sogenannten Bissflügelaufnahmen gemacht. Und da hat man dann erst gesehen, dass tatsächlich eben nicht alles okay war. Und dann habe ich zwar schon ein bisschen gespoilert, dass das eine Bild für Karies besser ist, aber ist nicht schlimm. Wir werden nochmal eingehen, warum. Also, wie ihr seht, hier oben ist dieses Panoramaschichtbild. Da sieht man erstmal, dass die Patientin alle vier weiße Zähne hat. Also nochmal zur Orientierung, hier ist die rechte Seite, hier ist die linke Seite. Oberkiefer, Unterkiefer, klar, das sind die vier Weisheitszähne. Zwei hier, zwei hier. Und wenn man jetzt so hier lang schaut, sieht man jetzt eigentlich nichts Eklatantes. Also, ne, ich habe euch in den vorherigen Videos erklärt, man schaut immer, ob das homogen ist, ob es da irgendwelche Einbrüche gibt, also quasi was, wo es schwarz wäre im Röntgenbild, so gesehen. Und das sieht man eigentlich fast nicht. Also man kann hier so ein ganz kleines bisschen was erahnen, vielleicht hier, aber so richtig eigentlich nicht. Also das sieht eigentlich echt nicht schlecht aus. Hier vielleicht noch ein bisschen. So, und wenn wir uns jetzt aber die Bissflügelaufnahmen anschauen, dann seht ihr, dass wir hier eine Karies haben, die zu behandeln ist. Hier ist eine Karies, die ist zu behandeln. Auf jeden Fall ist hier eine Karies, die zu behandeln ist. Hier ist eine Karies, die man behandeln muss. Hier ist auf jeden Fall eine Karies, die man behandeln muss. Gerade wenn man das mal im direkten Vergleich schaut. Also hier der Zahn. Und wie der hier aussieht, sieht man hier wirklich gar nichts. Ja? Und hier ist es eben schon auch eine Karies, die man behandeln muss. Ja? Hier eigentlich auch, dementsprechend auch gar nichts. Ja, und das geht eigentlich, hier ist zu beobachten, aber das ist eben auch, dass diese ganzen Stellen zu beobachten, die gehen halt in dem oberen Bild komplett flöten. Ne? Also da sieht man wirklich, also wie vorhin schon gesagt, das hier vielleicht und das vielleicht hätte man erkannt, vielleicht. Dass das so eine Ausprägung hat, hätte man wahrscheinlich nicht gedacht. Und ja, auch gerade hier, die Ausprägung hätte man nicht gedacht. Das heißt, für Kariesdiagnostik ist eben leider so eine Panoramaschichtaufnahme nicht geeignet. Aber was natürlich man auch sieht, was der Vorteil ist, ist für so eine Weisheitszahndiagnostik, ne? Oder für den Knochenverlauf oder für die Kiefergelenke. Da kann man natürlich mit den Bissflügeln, die bringen einen da jetzt nicht weiter. Das sieht man einfach nicht. Man kann die Weisheitszähne hier zwar erahnen, also einmal hier und hier, aber man sieht nicht, wie weit liegen die eigentlich. Liegen die am Nerven dran? Da sieht man beispielsweise unten rechts der Weisheitszahn, ne? Hier, das ist der Unterkiefernerv. Hier ist der Weisheitszahn, das ist schon nicht so, also da ist der Abstand schon sehr eng. So, das würde man bei dem Bissflügel gar nicht sehen. Und was man auch nicht sieht, ist den, also man sieht den Knochenverlauf natürlich, aber halt nicht bei allen Zähnen. Gerade Front ist halt auch, ne, überhaupt nicht abgebildet. Und deshalb ist immer wichtig, Panorama, also jedes dieser Bilder hat seine Vor- und Nachteile für die jeweiligen Einsatzgebiete, Indikationen sozusagen. Und was mir nur wichtig ist in dem Video, wenn ihr eine ordentliche Kariesdiagnostik wollt, dann lasst euch doch bitte Bissflügelaufnahmen anfertigen und nicht, wie es dann vielleicht doch manchmal passiert, dass man das anhand von diesen großen Bildern nur macht, weil da kann es schon sein, dass gerade diese frühen Stadien der Karies eben nicht, dass man die, man sieht die einfach nicht in den großen Bildern, das wäre eigentlich schade. Ja, ich hoffe, ihr habt in diesem relativ kurzen Video auch trotzdem was gelernt und es war für euch spannend und interessant. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne in die Kommentare, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, ja, schreibt es gerne in die Kommentare und wir werden es beantworten und uns das auf jeden Fall durchlesen. Und ja, ich freue mich aufs nächste Video mit euch und bis ganz bald. Macht's gut.